Ulioth, Rekdomor, Aretak, falsch, Paragon. Ja, hallo, herzlich willkommen zur endgültig letzten Episode von unserem Eternal Darkness durchgezockt. An dieser Stelle gibt es noch nicht die beiden Hauptcharaktere Rip und Madcow zu sehen, sondern wieder einmal den Madcow aus der Dose. Denn ihr wisst ja noch aus der letzten Episode, dass das Mikrofon nicht ganz so mitgespielt hat, wie ich das wollte. Und deswegen gehen wir einfach jetzt zusammen die letzten Räume nochmal zusammen im Schnellraffer durch, im Schnelldurchgang. Und dann geht's auch normal weiter wieder. Also keine Sorge, ich werde euch jetzt nicht den ganzen Wolf hier runterzählen und runterverzählen, sondern es geht nachher normal weiter. Gut. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist natürlich, ich habe jetzt hier leichtes Reden, denn die zwei vor der Kamera haben sich wie immer elendst abgemüht und ich kann jetzt einfach hier die Rätsel spoilen, wie ich will. Hier ist natürlich relativ simpel, dass wir hier einfach eine Aufhebung machen müssen. Also ein paar Räume sind relativ simpel und dann gibt es auch einen, nee, zwei waren es eigentlich, wo wir uns die Zähne haben dran ausgebissen, wo dann ein Blick in eine gewisse TXT dann doch vonnöten war. Die letzten Räume in Eternal Darkness haben mich sehr stark an Mega Man erinnert, denn kurz vor Wily muss man ja auch nochmal alle Gegnerbosse noch in einer Tour besiegen. Und ähnlich verhält es sich ja auch hier, dass man hier nochmal alles zeigen muss und alle Zauberfähigkeiten, die man im Verlaufe des Spiels gelernt hat, doch irgendwie einsetzen muss. In dem Raum war es ziemlich offensichtlich. Wir müssen einfach die Jungs, die Grauen, dazu bringen, sich selber hops zu nehmen, damit die Barriere fällt, und dafür haben wir ja einen schönen Zaubertrick, mit dem wir das machen können, und zack, geht's dann auch gleich weiter. Nervig war bei der ganzen Geschichte natürlich, dass wir immer wieder durch das gelbe Pipi in dem Hauptraum gehen mussten. Das heißt, wieder hinstellen, wieder das Mana regenerieren, einschalten, dann immer wieder neues Schild produzieren und dann durchlaufen und etc. pp. Etc. pp. Also da hätten wir ein bisschen was besser machen können. Also einfach weglassen zum Beispiel. So wie ich das jetzt im Videoschnitt hier gemacht habe. Der zweite fiese Raum, den wir einfach partout nicht hinbekommen haben, okay, doch, wir haben ihn irgendwann hinbekommen per Zufall, ist der, wo drei Säulen im Raum verteilt sind und wir einfach ums Verrecken nicht einfach mal einen ganz großen Schuss ausprobiert haben, der alles ausgelöst hätte, sondern immer nur einen kleinen Dreier, der dann nur einen einzelnen von diesen blöden Dingern getroffen hat und sich die Tür nicht geöffnet hat. Irgendwann mal haben wir es zufällig gemacht und dann ging es auch schon wieder weiter. Thank you.
An diesen Raum sind wir ja schon in der letzten Folge schier verzweifelt, denn dieser Raum erfordert das Benutzen eines Buttons, und zwar des Schleichbuttons, den wir im gesamten Spielverlauf nicht einmal genutzt haben. Das heißt, es bringt nichts, wenn ihr langsam lauft, sondern ihr müsst, ich glaube, was der Z-Button drücken, um dann halt schleichen zu können, damit euch dieses verdammte Vieh einfach nicht erwischt. Wenn man es weiß, ist es natürlich alles etwas einfacher, aber wenn wie wir es nicht weiß und auch nicht tief genug im Spiel drin sind, um uns an sowas zu erinnern, ist es natürlich dementsprechend schwer. Bläh. Zu guter Letzt, bevor es wieder weitergeht mit dem Live-Rip und dem Live-Madcow, gibt es nochmal eine kurze Freakshow. Der Raum war eigentlich ziemlich interessant, da man hier gezielt Kreaturen beschwören musste und die an ihrem zugesehenen Platz hinlaufen lassen muss. Dann werden sie hingebeamt und dann hat man das Rätsel des Raums auch schon gelöst und es kann weitergehen. Nachdem ich uns jetzt die verbleibenden, wie sind es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Räume im Schnelldurchgang erklärt habe, steigen wir an dieser Stelle wieder ein und gehen in. Nee, Quatsch, den einen haben wir eben noch gar nicht gemacht, ne? Nee, den letzten, genau. Also den anderen musst du noch aktivieren. Oder zwei sogar noch. Den hier. Ja, genau. Ja, und da fangen wir jetzt einfach wieder an und bringen das dann zu Ende. Endlich. Auf die Fresse. Ich fange mal an jetzt. Mal gucken, ob ich fail oder ob ich es hinkriege. Ja, probier dein Glück. Ich weiß jetzt ja, was da Welche reinkommt. reine Ruhe, reine. Das war jetzt das wieder. Wir haben gesagt Aufhebung. Nee, Quatsch, schwören. Ich weiß gar nicht, wo die an. Immer raus, wir müssen. Was war denn bei den anderen jetzt schon drin? Hast du das jetzt? Jetzt fällt es mir wieder ein. Wir wollen selber jemanden beschwören. Das heißt, wir machen diesen. Nein, nein, das ist schon richtig. Geh auf Liste der Sprüche. Hoch. Dann auf Kreaturen beschwören, irgendwas. Am besten den Grauen oder sonst was, ist ja egal. Dann prüfen. Nein, prüfen. Ja. Wir brauchen Tier und Aretak.
Und dann müssen wir ja da jetzt Aretak in ihn reinmachen. Weil wir, glaube ich, in dem anderen schon Tier drin hatten. Weil du kannst mich jetzt nur Aretak noch auswählen. Ja, Kreaturcast. Genau. Gut, und back. Ich nehme mal das Wasser auf. Das ist kalt, das ist draußen. Wir haben ja jetzt schon Winter. Es ist schon mittags um zwei dunkel. Das ist unfassbar. Ah! Yo, man. Yo, take your Rifle. Ein Schuss nur noch. Ja, ein paar mehr. Ja, aber die muss erst mal laden. Ist immer nur einer drin, ne? Ja, ist aber auf dem lilanen Knopf. Kannst auch nachladen. Ah, ne, da kann ja mehr rein, ne? Wie du auch siehst, ich habe den Fernseher mal wieder richtig eingestellt, dass ich nicht mehr diesen ekligen Grausch, die ich selber habe, um zu zocken. Ah. Ich habe nämlich den Fernseher verstellt gehabt. Ja. Ich hatte irgendwie zu hell. Help me, I'm in too hell. Hallo, lad doch. Dreimal gedrückt schon. So, wo ist denn der letzte? Du musst eh nicht alle bitten, oder? Ist eh nur raus. Ist das richtig? Brauchst Summe. Ey, yo, Summe. Was? Summe war, glaube ich, hier, yo. Ach so. Ich dachte, ein Schild. Ich war jetzt gerade bei diesem Schild von dieser gelben Suppe. Ja, von der Suppe, von der Pisse. Von der Pisspot. Piese. Und er sucht es. Ach, hier war jetzt, ihr seht, wir waren schon hier schon mal. Ja. Weil alles war ja links. Guck, du musst einen Weg erkennen können. Also, hier Big erkennen. Ja, da war. Giant erkennen. Das dicke? Ja. Eigentlich ein Wurscht, ne? Ja, ich glaube, so Wurscht. Record! Nee. Not washed. Andere Farbe. Damn, es geht wieder los. Dieser Farbenscheiß. Gut, dann war's grün. Weil. Ehrlich, bist du sicher? Ja. Jetzt gibst du uns wieder hier so den harten Cut. Rass dich so aus, wenn das jetzt wieder nicht stimmt. Ah. Oh, Mann. Sie? Das war ja dann von vorher. Das war ja von dem Anthony. Muss ich jetzt nicht eigentlich nach unten? Nee. Nein. Jetzt darfst du wieder Shield. Jetzt muss ich Shield, genau. Oh, da hat sogar den Shotgun. Hallo! Wisst ihr was, kann ich auch nicht. Ey, ich kenn meine Hotkeys. Ja, ich kenn deine Hotkeys, aber ich kenn das Spiel nicht. Aber. Jetzt auf das Tür. Das Tür. Ja, wir müssen jetzt echt Vollgas geben, damit wir noch schneller fertig sind als die Metroid Episodes. Oder sind die schon fertig? Oder sind die schon fertig? Und Reindauer. Saving Private James Reindauer. Ah, das sind ja Trapper. Ja, die sieht man sehr. Die Kamera mal sau weit weg ist. Ja, hast du keinen Schuss mehr. You are empty. Empty! Wir haben doch hier noch eine. Zwei Schuss. Zwei Schuss, einer reicht, siehst du? Ich geh abpusten. Oh Mann, ey! So, wo müssen wir jetzt? Na. Oh, geh da rein jetzt! Junge. Hallo? Oh Mann! Jetzt? Ah ja. Da ist so eine Barriere wahrscheinlich. Man muss zurück und wieder vor. Da. Ja, um zu triggern, ne? Ja, da liegt der immer noch rum. Das ganze Gedöns, ey. Da liegen auch unsere Episoden. Ja. Dann liegen wir bald rum. Ja. Ja, jetzt ist das nur noch einmal. Jetzt ist es einmal nur noch verstärken. Okay. Jetzt dürfte ich dich. Richtig? Das weißt du sehr. Nein, wenn der doch so weitergeht. Ach so. Sonst hat er doch so. Nee, stimmt. Ich glaube, er hat Krick gemacht. Ich habe jetzt gerade nicht zugehört, weil ich rumgekriegt habe. Ja, dann war der, weil der zuerst war schon falsch für das. Also das Aretak hat gestimmt. Oh, wo bin ich denn jetzt? Ach so, da. Ah, einfach hoch und links.
Genau, weil wir hatten, vorher hatten wir den Zauber Aufhebung drin. Da die haben sind die zwei Runen unterschiedlich. Also Aretak hat. Aretak hat gestimmt, aber die Tier waren nicht. Voll gepumpt bis oben hin jetzt. Go for it. No Forest. Da. Das war der. Das ist Paragon. Das ist Paragon. Nee, die sind alles Paragon, die sind alle richtig. Der da, der zeigt sogar. Ah. Ah. Komfort, das Spiel hat Komfort, oh mein Gott. Mann, meine Fresse. Ist da jetzt wieder irgendwas? Nee, ne? Der ist nix. Keine dummen Trainer. Keine geheimen Dark Templar oder so. Tier! Rippchen mit Grau. Rippchen mit Tier. Ah, jetzt geht's wieder los. Ah! Jetzt dürft's stimmen. Das ging ja schnell eben. Ja. Ja. Paragon. Tier! Paragon. Noch ein Paragon hinterher. Weil es so schön ist. Jetzt haben wir alle Runen gepackt. Mal wie flott das gehen kann bei uns. Ja! Hey, Fortschritt! Surprise Fortschritt. Ja. Oh. Ein Raum noch. Wo sind wir denn jetzt? Und er sucht es. Ja, dann musst du wieder da unten wieder mit Schild wieder rum. Im Raum haben wir doch schon. Er dominiert diesen Raum! Naja, unschwer zu erkennen. Okay. Weg da aus dem Weg. Nein, ja, hin rum. Genau. Nicht wie ich einmal, wo. Oh, sie sind jetzt schon wieder platt. Nee. Hier, ne? Ja, genau, darunter. Schild hast du ja noch. Das müsste reichen für die paar Meter. Ein bisschen zu langsam. Weiß ich auch nicht, weil ich gerade den Gang gedrückt habe. Weiß ich auch nicht. Oh, jetzt brauch ich ein neues Schild. Mach erstmal alleine weitergehen. Alleine weitergehen. Hier, versuch's mal hiermit. In dem Spielprinzip hätte ich mir auch so ein Half-Life irgendwie geil vorgestellt. So Freeman irgendwie so in dieser Xeno-Welt oder sowas. Durch Black Mesa so. Ich weiß nicht, was man Half-Life 1 noch verbessern soll. Ja, nichts. Aber mehr Half-Life. Mehr Half-Life ist gut. Ja, die Episode 3 oder Half-Life 3? Das ist hier die Frage. Wieso? Es gibt doch schon Half-Life Episode 3. 1 und 2 und 3. 3 doch nicht. Oder? Cool. Das muss ich jetzt veräppeln. Sorry, ist 2. Eine Nummer. Boah! Soll das Spiel an dieser Stelle gespeichert werden, bevor ihr fuck fahren werdet? Ja! Bevor ihr gnadenlos versagen werdet. Wir bräuchten noch einen Steckplatz. Soll ich speichern? Hier, oder? Ja, mach mal. Nee, hier ist ein ganz altes. Ja, 3 Stunden gespielt, ey. Ey, das war noch Zeiten, das überschreibe ich jetzt. Tränen. Oh Mann, so, hat er gespeichert? 18 Stunden 35. Oh mein Gott. Holy moly. Ja, und so. Hm. Mann, mal Schild hoch, also. Oder? Schilde hoch oder so. Wer weiß, was da jetzt kommt. Schild hoch. Da kommt jetzt. Wo ist dein. Boah. Ja, Zwischensequenz. Zwischenfrequenz. Miserivers! Der hat ein Rückgrat als Stab. Der links Rückgrat, der Junge. Ich krieg da so Jucken, wenn ich den sehe. Ich will den so hauen. Genau wie diesen Kopf. Mhm. Ich würde so gerne die Entwickler treffen, um zu fragen, was dieser Schädel sollte. The human race will never go quietly into the darkness. For as long as you have spent summoning your lord, people have struggled against you. Struggled against you. I have three of the ancient's essences. Now, Pius, this is the end. Pius, mein Bein schläft ein. Pius. 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 She's evil, man. Jetzt kommt ein Wichtiges. Ich glaube, ich habe schon in einer Episode schon mal gesagt, ich muss da immer an Daibo denken, weil die bist am Zocken und dann sind auch immer diese Zwischensequenzen. Ja. 48 auf 32 Pixel. Aber ultra krass vorgerendert. Ja.
Ja, das ist ein Metroid. Das auch. Da ist der Nintendo-Einfluss quasi drin. Ja. Last Metroid is in captivity. Jetzt geht's bei uns los. Bleib einfach stehen. Nein. Und was merken wir im Gegensatz zu Dead Rising? Keine Ladezeichen zwischen den Tischen. Ja, einfach direkt bam, bam, bam. Das ist die Gamecube. Das sind, die Disc ist halb so groß, doppelt so viel Spaß. ZDH, zockt die Hälfte. Zockt die Hälfte. Kleine Pylonen. StarCraft 2 ist einfach so schlimm. Ah, Hilfe! Ja, nimm mir am besten hier, du musst wahrscheinlich dieses Ding kaputt machen. Take your Gladius. Freedom Ring with a shotgun. Blast. Aber nimm den magischen Gladius. Ja, Mann, den magischen. Den Magi-Gladius. Hab ich den jetzt? Ja, du hast den. Jetzt hast du nicht mehr. Jetzt hast du ihn. Ah, ja, weil der oben ja, nicht so nicht. Magisch ist. Magisch. Ja, aber es leuchtet fast. Achtung! Ja! Hoch und... Hinrennen und dann das Ding kloppen. Das ist ja das Ding. Ah, jetzt genau, okay. Ah, da dachte ich blöd. Hau ihn. Ihn? Nee, nicht ihn, das den. Ding. Ja. Was jetzt? Achtung, warte, ich schieß. Wie ging das nochmal? Ey, es geht richtig ab. Ja, so die Mucke. Antenne in der Hand. Ja. Die Unterseite von diesem Stab, so die Antenne. Da ist er noch mehr, oder kannst du ihn hier jetzt? Achtung. Du kannst ihn jetzt, glaube ich, hauen. Ah! Ich trau mich nicht. Ich trau mich dann jetzt, den zu hauen. Doch, jetzt kannst du. Nein, kannst nee, du nicht. Das kann man nicht. Ah, da. Ah, okay, jetzt. Uff. Ah. Okay. Zerstören die Erinnerung. Ja, wir haben unsere geistige Gesundheit noch nicht aufgefüllt. Aber das macht nichts. Und wir haben keine Mana Reach. Oh fuck. Oh Gott. Das ja, ich musste es abbrechen. Ey, passt schon. Und jetzt macht er gleich wieder seinen Schuss. Strahlschuss. Sein Streamball. Spawnt er jetzt nicht wieder so ein Vieh? Der macht Streamball. Hat er nicht. Wird er jetzt nicht so ein Vieh? Ja, ich weiß nicht, ich hab Angst vor dem. Ja, dann, er ist schneller als meine ich. Pistole und gebucht noch gleich wieder Schild. Warte, lass ihn näher und dann, bis er zuschlägt und dann weg. Ja, das geht nicht. Das castet deinen Scheiß. Ach, du kannst ja. Warte, das kommt man doch werfen. Stimmt, aber. Oh, alles vergessen, der Mann, ey. Jetzt geht es los. Die erste. Die erste. Es ergibt alles einen Sinn. Die erste, erste, die erste. Die eine. Read this. Read this. Oh, nice. Wieder sich den kaputt schlagen. Ah! Ja, das ist doch dumm. Ein Bash. Ein Bash. Die hat aber nicht das Magische. Nee. Mal wie ich zock! Da! Achtung! Ja, sag mal! Die Steuerung ist so. Ja! Das ist ja normal. Jetzt kannst du wieder das scheiß Ding schmeißen. Ja, aber mit der kann ich den ja nicht. Nee, muss dieses Vieh da jetzt wieder. Ja, guck mal, das ist dann immer irgendwo. Das kommt. Der Schuss. Jetzt ist das Ding wieder weg. Jetzt kommt es wieder erst. Ey, die Mucke geht so schnell sein. Schneller sein. Mehr APM, Mann. Ja, ich hab aber nicht so viel Ausdauer. Das ist das Problem. Jetzt musst du wahrscheinlich erst wieder ihn zuschlagen lassen, bevor das Ding sammelt. Ha! Ja, jetzt komme ich hier runter, dann ist es dann wieder da irgendwo. Dann schießt er erstmal wieder weg. Einfach so. Ja, jetzt müssen wir ihn wieder treffen oder sowas. Ah, Junge. Das ging noch.
Ja, ist halt ein Boss. Das haben wir noch so oft geübt. Ich hab das noch nie gezockt. Ja, da können wir mehr mitkommen. Der läuft hier so hinterher. Ach, wenn er den Zauber, dann muss ihn schlagen. Ja, was egal, jetzt hat er dich eh getroffen. Jetzt hochrennen, da ist es. Ja, da warst du eben. Du bist jetzt wieder weg. Achso, du bist ja wieder die. Passt ja. Ich bin gekriegt. Jetzt bin ich wieder die, da fällt ich immer. Von wo? Ja, weil da ist. Ah, da ist es! Und er weit weg. Näher dran, näher dran! Yes! Nimm wieder runter. Ja, warte. Und gar! Oder machen wir einen Schuss auf ihn? Nee, hat doch mehr drauf. Wieso kann ich das denn bei dem Ding nicht werfen? Toll. Die ist gar nicht mal klein. Ja, egal, da ist aber schon das Ding. Ja. Geh mal flott mit ihm. Anthony! Darfst du ja ein paar Mal machen mit dem. Jetzt mussten wir ihn wieder treffen, ne? Jetzt haben wir es ja raus. Glaube ich zumindest. Jetzt kommt er und jetzt ist er da. Es ist, warum kann die das da nicht werfen? Weil das macht mich so rasend. Die Knights können nicht perfekte Spiele rausbringen. Jetzt mal schon wieder der hat so ein riesen Knüppel. Ich glaube, das Ding ist unten, oder? Ja. Ja, das Problem ist, der ist voll langsam. Links. Einfach so. Zwischen sie gewinnen. Oh mein Gott! Ja, erstmal. Pokémon! Erstmal ein bisschen Schokolade für zwischendurch. Ujof setzt Sternstrahl ein. Sehr effektiv. Abgeliefert. Hadouken. Hadouken mit drei Händen. Was ich noch schreiben wollte in den Kommentaren zu deinem Streamboard-Video. Das hat ja voll aus allen möglichen Dingen geklaut. Wie das, die Songs von Chris Hülsbeck. Ja, ihr mit eurem Clown. Ihr habt ganz viel. Ja. Oh. Wegen deinem Streamboard. Das hast du doch gemacht, Südisch. Wegen dem Gelaber. Das. Was ich meine, das ist halt Indie, ne? Das ist kostenlos und free und. Ich beschwere mich doch nicht, ich find's nur lustig. Zum Beispiel habe ich auch, was mir aufgefallen ist. Oh Gott, ist sehr schnell. Das ist dann die Schwierigkeitsstufe. Ja, der geht immer langsamer. Dass wenn du in diesem Flugmodus bist. Oh, also. Aber das Ding ist da oben. Müsste da sein, ja. Achtung! Ja, jetzt bin ich aber wieder der langsame Typ. Ja, laufe, oder warte, genau. Der Bart ist weißer als alles. Der ist so. Der ist das ist doch. Der ist so alpha-weiß. Das ist doch scheiße, oder? Wenn der so sau langsam ist. Jawoll! Hey. Muss da halt Glück haben. Musst du wieder treffen, ne? Ich muss erstmal weg. Was ich eigentlich sagen wollte, aber ist egal. Hey, was ist das? Der andere. Der Priester. Der Priester! Jetzt warte mal, jetzt müsste es hier unten schon sein. Da links. Rechts. Jetzt? Oh Mann, ey, das ist so. So 19 irgendwas. Er kann mir gar nichts mehr hier. Der kommt nicht. Ich hab den sauren Griff. Jetzt machen wir platt. Yay. Und er schießt gleich. Nicht rennen. Genau. Lass ihn reinkommen. Oh Mann, ey. Das ist schon ein bisschen langweilig, muss ich ja schon sagen, der Fall. Ja, da. Ja, jetzt. Dafür, dass es das ultra krasse Finale ist, ist schon ein bisschen. Läppsch. Wer weiß, was da kommt. Ja. Erstmal müssen wir uns packen. Was gibt jetzt? Sind wir am Zug oder was? Nee. Doch? Nee, wir werden jetzt. Ah! Teleportiert.
Boosten. Zack. Sieht man nicht mehr. Achtung, weiter. Schießt er wieder und jetzt kannst du ihn voll drauflassen, weil jetzt hat er kein Schild mehr. Oder du kannst die Schilder jetzt wegmachen. Du darfst dich halt nur nicht treffen. Jetzt schießt er wieder. Diese Kamerasteuerung. Treffe ich den? Ja. Voll auf die Sause. Oh Mann, ey. Auch wenn ich selber nicht spiele, ich krieg gerade voll die Aggression von dieser Steuerung. weil ich sehe, was du machen willst, aber. Achtung! Oh Mann! Oh, wir sind gleich saut. Das fand ich nicht mehr, weil wir haben keine Pots. Jetzt macht dann Schluss. Oh, ich wollte gerade gedacht, ich hab mir so, mach's alles oder, heißt du so, probierst noch einmal auszuweichen oder stellst dich einfach hin und haust alle nochmal dreimal Schwert drauf, vielleicht ist es dann vorbei. Oh, Kackes mit der Kackes. Fool! Mob Bullets with Angry Faces in them. Hier, voll die auf die Rotz dann. Ja. So ein Eternal-Spiel. Na dann lass mich mal versuchen. Mach du nochmal. Da ist eh wieder Loading. Du kniest dir deine Rittersports rum. Mit den Cheatcodes. Mit Siedler für Siedler von Katran. Für Spieler, oder was? Dieser Code ist 3 Rohstoffe wert. So. Ach, fürs Brettspiel. Ach so, ich dachte fürs nicht fürs Videospiel, sondern fürs Brettspiel. Videospiel? Ach so. Oder? Scheiße, egal. Ja, da heißt, darf ich jetzt meinen Denkkampf noch mal probieren. Das ist die Regenruhe. Und Regen. Dann war. Nochmal heilen, weil ich glaube, wir waren schon angeschlagen. Und dann rechts. Ne, die waren wir nicht ganz, aber. Dann rechts geschieden. Egal. So viel Zeit muss jetzt doch sein. Auf, jetzt reicht's. Paragon. Nimm das magische Schwert. Zielen war mit dem hier, ne? Mit ja, genau. Und dann einfach. Alles drauf. Und go. Go, go. Jetzt kommt wieder diese. Go, go, Power, Geräubers. Können wir jetzt überspringen? Nein, können wir nicht. Das ist immer noch Nintendo. Wir können das jetzt. I began 2,000 ja, years ago. Is finally complete. You will now have the honor of becoming the first morsel for my lord, Ulian. An appetizer for the banquet your race shall provide. You forget what it means to be human, Pius. Guck's mal, wie the human race will never go quietly into the darkness. For as long as you so. Have spent summoning your lord, people have struggled against you. Now, thanks to their efforts, I have three of the ancient essences. Ui. Now, Pius, okay. This yeah. is yeah. the end. Okay. The end indeed. Ich guck auf die Uhr. 12 nach, das heißt bis 17, 16, 17 nach. Deswegen skippen. Ah, die Aufnahme läuft jetzt noch. Naja. Ich krieg auch endlich seinen Controller wieder zurückgeben, ne? Meinst du der? Ja, das ist seiner, mit der Verlängerung. Ah, der hat 8 Stück. Okay, los. So. Zweiter Versuch. Now it's my turn. Netcore versucht es jetzt. Mir wurde die Ehre nicht gegönnt, den Endboss zu erledigen. Wir locken erst Runde, oder? Hallo. Er hat schon direkt ein Ding abgenommen. Das bringt nichts, oder? Nee. Ich glaube, das bringt erst was, wenn du dann so weit bist. Das jetzt. Weg. Mit seinen Rücken. Hast du gesehen, die grünen Augen, die saugen dir deinen Verstand weg. Wo und jeder Treffer davon auch. Schieß, werf. Immer so genau die Treppe hoch. Ja, jetzt die Treppe hoch. Hoch!
Ey, jetzt geht's auf flott. Genau. Raven, mach nicht, dass dieses Hochwerfen bringt nichts. Es kostet nämlich voll Zeit und du kannst dich derzeit nicht bewegen. Und ich glaube, der castet das dann auch nicht früher, wenn du den vorm Schießen triffst. Oder? Nee. Schon geil gemacht. Damalige Verhältnisse. Der Geist aus der Statue kommt. Ja, das Problem ist, dass du mit denen halt nicht dieses Magic Gladius hast, sondern halt, bist halt gleich Magic. Sau nah daran musst und dann nur das R drücken und das erst so anvisieren, das weißt du, weißt du? Aber jetzt mal, wie du schon gesagt hast, als ich gezockt habe, das ist halt nicht so irgendwie, ne? Wenn man jetzt mal so den Rhythmus drin hat, das ist halt schon so ein bisschen lau, oder? Wie man spricht, wir haben es noch gar nicht einmal durchgenommen, nicht einmal gepackt. Das ist voll Witz. Das ist voll Witz, ey. Voll langweilig. Und nicht einmal geschafft, ey. Oh. Guck, merkst du mal, wie kacke das ist? Ja, weil ich nicht auf seiner Höhe stand irgendwie. Ja, wegen der einen Stufe da. Das ist... Kinderkrankheit. Kinder mit Krankheit. Du hast den Schuss nicht gehört. Ich hab gehört. Du musst mal mehr aufpassen jetzt. Ja, ist so leise, ich hör's halt nicht. Ich hab einen schwarzen. Genau, das meine ich ja mit aufpassen. Vor allem, ich hab jetzt auch schon wieder kein Schild und meine Mana Region ist auch schon wieder weg. Wenigstens guckt die in die Richtung. Ja, eben. Lauf, 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 lauf. Mehr in Bewegung bleiben, vor allem mit denen. Yay! Yay! Erste Treffen. Wir müssen die Kamera gucken. 10 Minuten Videosequenz mit. Und die Pokémans. Aus der anderen Welt. Ich hab den Satz einfach abgebrochen, weil ich nicht wusste, was ich sagen soll. Trink lieber was. Mit! Oh, ich trink lieber was. Wasser ist auch eine Lösung. Was? Ja. Strafe lieber ein bisschen. Ja. Strafe lieber so ein bisschen hin und her. Lauf jetzt! Oh, hast du wieder nur Glück? Glück! Renn! Ich hab mal ein kleines bisschen laut. Ja, bitte. Vor allem, der läuft weiter. Hallo, wo ist Ton? Ja, meine Anlage ist völlig für den Arsch, leider. Besser, oder? Ja, der Regler ist an der einen Stelle, macht der gar nichts mehr, ne? Ja, der springt dann hoch und runter irgendwie, ist voll kacke. Abgelutscht. Paar. Ausgelutscht, der Potti. Guck da hin, guck da hin. Pass auf, Sprayfair. So, und jetzt hast du Zeit. Und jetzt noch das Gladius hinterher. Ja, das bringt jetzt noch nichts, ne? Nee, wenn Schilde, diese Viecher da sind, wenn die Schilde kriegt, muss jetzt die Schilde wegkriegen, ja. Das ist aber nur noch der einmal. Links. Wenn du den nicht siehst, ist es saugefährlich, weil du dann einfach nur rumstraven musst, damit du nicht getroffen wirst. Jetzt fahr ich erst aus. Aber guck, der ist zaubert weiter, obwohl er weiterläuft. Der ist so entschieden. Sag ich doch. Deswegen erst ausweichen, dann draufhauen. Das ist sicherer. Du haust auf das Ding und der zaubert und schießt dann noch auf dich. Jetzt pass auf, ob du es gleich erwischt. So, und jetzt aber. Das ist ein Schild down, oder? Ja, ich muss auch mal jetzt mal langsam wieder schießen. Ne? Drück mal schnell. Vielleicht hätten wir uns mal irgendwie so ein. Das wäre jetzt geil gewesen. Ein Exploit. Dass wir auch mal exploiten dürfen. Genau. Dass wir auch mal exploiten dürfen. Wir dürfen ja gar nichts in diesem Spiel. Wir dürfen einfach nur vor uns hin fehlen. Ja, machen wir Platz. Wir hätten das Spiel jetzt zum Schluss auch mal holen können. Ja, ne? Glaubt du. Das ist ein Geheimraum für das Master-Schwert. Es ist
Du riskierst jetzt nicht einen reinzuhauen, oder? Ich hab's, der hat's direkt gemacht, was du da gedrückt hast. Das hat er noch genommen, aber es hat gepasst. Yeah, siehst du? Hat geklappt, einfach vor den Sequenz. Ja, ich höre nichts, was kommt, ich weiß es nicht. Scheiße. Ey. Diese scheiß Anlage, ey. Leute, er hat meinen den Schild weggemacht. Was? Ja, einmal. Er hat gelacht und dann war der Schild weg, der Sack. Ja. Ich weiß nicht, was er macht. Ah. Ich hab doch lauter gemacht jetzt. Ja. Jetzt geh runter und spam ihn so voll mit dem Gladius. Ach, zweimal. Dann lauf weiter. Strafe rüber nach rechts. Links. Immer so wie lange zaubert der Spaß jetzt denn? Der macht jetzt einen 7er. Ja. Dicken Schuss. So einen, der auf Dienste tötet. Wahrscheinlich. Zweimal. Ey, der wird ja immer schneller, oder? Nee, das täuscht. Naja, wobei. Dreht sich rum in zwei Stück. Und jetzt lauf rum. Du siehst ja unten am Boden am Kreis, wie viele. Nur an der Treppe siehst du es hinten nicht. Weißt du, ich mein? Naja. Das ist wieder so ein bisschen krass. Er ist aber auch schon am Kränkeln hier. Ja, jetzt noch zwei Stück. Komm. Warum treten den her? Oh, ja, zauber doch. Du musst eigentlich nur 7. Ja, du musst nur bis 7 zählen. Ja, du musst hören. Oh ja, 7 zählen und hören. 7, 7, 7. Guck. Ja, ich bin gerade so auf dem Sack. Und jetzt brauchst du Akku gerade. Achtung. Jetzt werf. Schieß. Headshot. Bei Computerspielen heißt es Schieß. Ja, er ist down. Drück Feuer. Ich mache hier Finalschlag. Oh, wie? Kein Finalschlag. Noch nie gesehen. Was ist das jetzt? Boah. Gummiball. Spiegel. Ja, das ist ja immer so. Als vielen Spielen. Yes. So Blatt. Eigenen Waffe geschlagen und so weiter. Ist tot. Ist dampft. Tussi oder was? Scheinbar. Räuber's. Ja, winde dich, du stinkende, faulende Leiche. The darkness is not so easily destroyed. No, my death is just the beginning. Yes! Jawoll! Glänzflächen. Darauf haben wir die ganze Zeit gewartet. Kritischer Blick. Dem einfach eine einzuhauen. Ja. Na? Herr der Ring oder was? Ja. Sah aus wie so ein Schlag, wo der Ring Schlachtfeld. Erzählt dir der was vom Krieg oder was? Quickly, Alex! We must find this creature! It cannot be allowed to remain in this universe! Einbann, ne? Ja, absolut. Weiter. Aufheben? Nee, oder? Projizieren? Weiter. Ja, ist nur. Oh, schon mal weiter. Immer durch. Absolut. Aufheben, ja. Oder würde ich auch so haben? Mach's! Good heavens, no, not that one. Toll! Wenigstens sagte das, ne? Ja. Nor that one either. Weiter. Come on, Edward. It hasn't been that long since you researched this stuff. Ja. Ja, auch was anderes suchen, oder? Schutz! Ja, aber absorbieren, warum Schutz? Ich weiß nicht. Ganz komisch. Ich hätte jetzt gesagt, dass wir auch aufheben müssen, weißt du? Ja, egal. Er hat uns ja gesagt, was geht. Und der Schütze. It is finally over, my dear. The ancients' plans are finished. Yay. For now, at least. You have proved to be an incredibly courageous young woman.
Your mother and father would have been proud of you, just as I am. I'm sorry it had to be like this. It's not quite the inheritance I had in mind for you, but there was so little time and so much to do. Der war anders mal voll angepisst und hat die voll niedergemacht, ne? I will miss you. Das ist so voll der liebevolle ja. Typ. Der war bestimmt verzaubert. Verzaubert. As I gazed up at the ancient I had brought into this world to stop Pius, my mistake was made clear. This ancient could lay the world to ruin just as easily as Pius's would have. And yet, as quickly as it began, it ended. It ended. Steht die Ende. That once I could not see beyond the veil of reality, to see those who dwell behind. I was once a fool. Yeah. Das Buch ist so. Ein Kapitel ist zu Ende. Und? Dürfen wir? Ich glaube, wir dürfen, oder? Ich weiß nicht, warte erstmal ab. Wenn die Credits kommen, dann ja. Speichern! Da steht da nicht, ne? Yay. Oh ja, klar, speichern. Ja! Ja! Yes! Party! Ja, super. Ja, schenk mal ein. Oh. Pack mal den Controller jetzt zur Seite, ne? Oh. Hier! Rutsch mal ein Stück zurück, dass du den nicht. Ja, sag ja. Nicht ganz raus. Ja, da ist nix. Wir haben es geschafft! Ja, ich hab Sauerei gemacht. Sauerei gemacht. Ja, Quatsch. Das war nicht vorherzusehen. Das konnte jetzt keiner vorhersehen. Ja, ne? Wir haben es gepackt. Leute, wir sehen die Credits. Wir haben es endlich hinter uns. Wollen wir. Ein Wunder, dass. Nicht wie mit so einer Wii, dass du mir jetzt den Fernseher noch damit kaputt gemacht hättest oder so. Oder, ja. Oder auf den Powerknopf gekommen wärst das oder Licht so. Ausgeschossen. Ja. Oder den Power. Ja, oder die Aufnahmen unterbrochen. Ja. Sowas. Das wäre Eternal Darkness durchgemobbt. Boom. Durchgemöbelt. Ja. Ja, wir haben es echt. Oh mein Gott. Haben wir uns verdient. Auf der, in dem Ding stehen ja eigentlich nur 18 Stunden. Aber wenn ich mir überlege, wie oft wir da. Ja, dann wir haben mindestens 36 Stunden reingesteckt. Das Doppelte. Das geht sehr, ey. Ja. Gepackt. Aber eigentlich das Ende war jetzt irgendwie. Also der Fight war. Öde. Ey, Cracky, der Fight war sau öde. Nächstes Mal was Besseres. Hör auf, kriegen wir wieder so einen Humpen. Ja. Ja, dann verabschieden wir uns mit den Programmierern. Ja, und den Credits, die Credits rollen und hier rollt jetzt auch. Hier rollt. Ja, hier rutscht eher alles. Auf Sekt und Co. Ja, okay. Vielen Dank, dass ihr uns zugeschaut habt. Ja. Zu einem Durchgezockt der ganz besonderen Art, würde ich mal sagen, mit vielen Höhen und vielen Tiefs. Und ich freue mich so drauf, das Ende zu sehen. Dopf! Okay, dann bis zum nächsten Durchgezockt. Bis zum nächsten Durchgezockt. Tschö. Bis denen, tschö. Voll. Es ging schnell. Einfach, boom. Ich guck mal, Lappen, ey. Ich musste die ganze Zeit. Pause auf. Ja, ich stand sehr.